Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Alles voller Weltbox von Stunde 0. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Alles voller Welt von Stunde 0. Das Ganze am Freitag, den 28. Juni erschienen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Einmal hier einschneiden und dann ab mit der Folie. So, eine kleine Info noch. Hier auf der Folie hat sich so ein Hinweis befunden. Und zwar haben wir hier so einen Sticker FSK 0 ab 0 Jahren freigegeben. Also, wir werden hier in dieser Box wohl auch Filmmaterial, also eine DVD vorfinden, ne? Hat man in dem Fall gut gelöst, da man es einfach auf die Folie geklebt hat und damit nicht irgendwie das Boxdesign oder das Cover beeinträchtigt. Gut, wir haben hier eine schwarze Metallbox vor uns liegen. Die ist rundum in dieser Hochglanzoptik, also an den Seiten. Und die Oberseite ist so eher matt gehalten. Wir lesen hier Alles voller Welt, also den Albumtitel. Darunter Stunde 0, der Name der Band. Und dann haben wir hier ein recht interessantes Bild. Und zwar haben wir hier einen, es dürfte ein Frauenkopf sein, der hier so aus Nebelschwaden, aus so Wolken rausragt. Dann haben wir hier so Skizzen, sieht so aus wie bei so Big Data, so Verknüpfungen. Und dann haben wir hier eine Szene aus dem Wald. Also sind so hohe Bäume und hier fliegen dann auch noch Vögel weg. Also ein sehr interessantes Cover, sieht auf jeden Fall irgendwie spirituell aus. Und hier im Hintergrund haben wir dann auch nochmal jede Menge so Bäume, die hier den Hintergrund bilden. Okay, gut, wie gesagt, rundum im Hochglanzlook. Auf der Rückseite ebenfalls schwarz und Hochglanz. Und hier haben wir dann noch einen Aufkleber mit den Infos zu dieser Box. Stunde 0, Alles voller Welt, Ausstattung. Alles voller Welt, Digipack mit 13 Tracks, Bonus-DVD mit 2 Tracks plus Doku, Fahne, Einwegkamera mit individuellen Bandfotos, Aufkleber, Sticker, Autogrammkarte mit Original-Unterschriften. Hier die Credits und ein Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein in die Box. Der Deckel ist abnehmbar und nicht klappbar, das ist schon mal richtig gut. Dann haben wir hier zwei Luftpolster, die hier dafür gesorgt haben, dass der Inhalt da drin nicht so viel Bewegungsfreiraum hat und nicht irgendwie durch die Gegend fliegt beim Transport. Einmal die Einwegkamera, dann haben wir das Album an sich, die Bonus-DVD, die Autogrammkarte, ein Sticker und ein Flyer sowie die Fahne. Gut, wie ihr sehen könnt, ist die Box von innen in Silber gehalten, also ganz normal in dieser Metalloptik. Machen wir mal wieder zu, packen die Box zur Seite und nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, in diesem Fall diese drei hier, holen wir da mal alles aus der Folie. So, einmal das. Dann die Kamera. Und natürlich das Album. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also das Cover ähnlich wie das auf der Box, nur eben in komplett anderen Farben. Wir haben hier diesen Damenkopf, diesen Frauenkopf in schwarz-dunkelgrau, Schriftzug ebenso und ansonsten alles in weiß bzw. hellgrau gehalten. Hier lesen wir auch wieder Alles voller Welt und Stunde 0. Das Ganze kommt in einem Digipack, es ist das zweite Soloalbum von Stunde 0. So sieht das auf der Seite aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier, wir sehen es, 13 Stück an der Zahl. Hier sind keinerlei Gastbeiträge oder Features dabei. Es sind 13 Tracks der Band.
Hier unten haben wir dann auch wieder Credits und Barcode. Also es gibt die CD auch regulär im Handel. Für die, die Box nicht kaufen wollen oder für die, die keine Box mehr bekommen haben, gibt es natürlich auch noch das Album regulär zu kaufen. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier ein Digipack. Dann haben wir hier einmal das Booklet. Okay, also das gefällt mir schon mal gut. Wir haben hier die Lyrics abgetippt, wirklich Wort für Wort die Tracks hier erfasst. Dann haben wir hier Fotos der einzelnen Bandmitglieder, die in diesem Cover-Stil sind. Also so wie auch schon hier diese Frau. So ähnlich sieht das hier dann aus mit den einzelnen Bandmitgliedern. Jawohl, das zieht sich hier so durch. Weitere Lyrics. So sieht das aus. Also, alle Jungs der Band hier im Einzelnen abgelichtet. Weitere Texte. Zum Abschluss haben wir dann auch hier die Auflistung der Band. Also, wer hier welche Funktion übernimmt, die fünf Herren. Und dann haben wir hier noch so eine Widmung, beziehungsweise ja, eine ein Album-Erklärung. So sieht das aus. Dann hier noch die Credits zum Album. Wer hat hier woran mitgewirkt, produziert, gemixt, gemastert und so weiter und so weiter. Ja, das habe ich auch noch nie gesehen. Die Jungs haben hier sogar, man sieht's, Hoffnung, ja, ihren Steuerberater angegeben. Ja, feine Sache, habe ich in der Form auch noch nie gesehen, dass der Steuerberater hier seine Credits bekommt. Und zum Abschluss hier nochmal die Tracklist. Gut, hier dann auch nochmal ein Foto der fünf Herrschaften, die hier nebeneinander stehen. Michael, Jonas, Aaron, Markus und Stefan. Die fünf Jungs aus Südtirol. Dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus. Stunde 0. Hier fliegen dann die Vögel durch die Gegend. Also, dann die CD so gehalten. Ganz klassisch. Und hier haben wir dann auch nochmal das Logo von Stunde 0. So, genug zum Album. Wir kommen zur DVD, zur Bonus-DVD. Die ist vom Cover her, zumindest was den Hintergrund betrifft, so wie die Box gehalten. Hier lesen wir dann FSK 0, das ist in diesem Fall aufgedruckt. Und auf der Rückseite haben wir nochmal die fünf Jungs und hier lesen wir, was sich auf dieser DVD befindet. Tour-Tagebuch, Produktion, Pre-Production, alles voller Welt und Studio. Gut, also so ein Blick hinter die Kulissen und wir haben hier steht es Gesamtlaufzeit 28 Minuten. Gut, das Ganze kommt in einer Papphülle. So sieht die DVD dann aus. Stunde 0, alles voller Welt, DVD. Wie gesagt, Papphülle. Dann haben wir mit dabei einen Sticker im Hochformat mit dem Stunde 0 Logo. Eine Autogrammkarte, auf der man es tatsächlich geschafft hat, alle fünf unterschreiben zu lassen. Respekt, das schaffen die wenigsten. Stunde 0 im Querformat dieser Autogrammkarte. Kann man hier auch eventuell als Postkarte verschicken, wenn man möchte. Ich werde meine auf jeden Fall behalten. Und dann haben wir was dabei, das mich sehr freut, denn es wurde eigentlich gar nicht so wirklich angekündigt bei dem Boxinhalt. Und zwar haben wir hier einen Downloadcode zur Alles voller Welt Doku in HD als MP4 Format plus die zwei Bonustracks im MP3 Format. Also hier haben wir einen Code, den ich jetzt entsprechend zuhalte und da kann man sich dann das Ganze nochmal runterladen in besserer Qualität. Und was man hier dann auch noch hat, sind die Tourdaten. Also das ist die Stunde 0 Tour 2019. Hier könnt ihr die Herren live sehen. Sind hier hauptsächlich in Deutschland und auf einem Stopp in der Schweiz unterwegs. Nach Österreich kommen sie leider nicht. Und ja, wenn ihr Stunde 0 live sehen wollt, hier im November und Dezember, habt ihr die Möglichkeit. Dann haben wir mit dabei eine Fahne. Und was sehr ungewöhnlich ist an dieser Fahne ist, ich glaube, das ist die erste Fahne, die ich im Hochformat sehe. Also wir haben hier eine schwarz-weiße Fahne. Jetzt habe ich sie genau falsch rum aufgelegt natürlich. So. Jawohl, so macht das doch mehr Sinn. Also wir haben hier die Fahne in schwarz und weiß. Hier unten lesen wir dann Stunde 0. Es ist in so einem,
ja, ich sag mal, mehr oder weniger Graffiti-Stil gehalten. Es ist alles so mit weißen Farbspritzern, Farbklecksen. Hier haben wir dann das Logo von Stunde Null mit diesem Zahnrad und den Uhrzeigern und oben fliegen wieder die Vögel. An allen vier Ecken dieser Fahne haben wir dann noch diese Metallösen. Bedeutet, ihr könnt das Ganze dann entsprechend aufhängen, zu Hause, auf Konzert mitnehmen, wo auch immer ihr möchtet. Die sind entsprechend auch hier noch verstärkt, die Ecken. Also das kann man dann gut aufhängen. Jetzt schauen wir noch, ob wir hier irgendwie einen Zettel finden, der uns irgendwie noch Info gibt, aber nein. Zettel sehe ich hier keinen. Also die Fahne im Hochformat mit diesen vier Metallösen. Dann packen wir die mal wieder zur Seite und kommen zum letzten Boxinhalt und der ist in meinen Augen echt was Besonderes. Und zwar haben wir hier eine Kamera, eine Einwegkamera, also wer sich nicht mehr daran erinnert oder wer vielleicht zu jung ist, so haben früher die ersten Kameras ausgesehen, die wirklich so für die breite Öffentlichkeit gemacht wurden. Die ist in diesem Stunde Null Design, also hier überall mit Stunde Null gebrandet und ansonsten hier in diesem Layout wie auch schon die Box, stundenull.net, also hier die Homepage auch noch verlinkt, ja, verlinkt, angeführt, sagen wir es mal so. Und dann haben wir hier natürlich die entsprechenden Funktionen der Kamera freigelegt, also hier die Linse und der Blitz. Und dann kann man hier mit Hilfe dieses Zahnrads das Ganze, den Film dann immer aufziehen und dann Fotos schießen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Fotos auf dem Film drauf sind. Ich glaube, ah doch, hier ist es nummeriert. Ich hoffe, man kann das hier lesen. 27 steht hier. Und was das Besondere ist, auf dieser Kamera wurde bereits ein Foto gemacht von Stunde Null. Bedeutet, diese Kamera war in Verwendung bei den Jungs und die haben damit ein Foto gemacht, irgendwo in Südtirol, wo sie da unterwegs waren, in der Freizeit, beim Feiern, wo auch immer. Ihr könnt dann jetzt noch diese 27 Fotos verknipsen und wenn ihr dann diesen Film entwickelt, wenn ihr das Ganze dann entwickelt habt, dann könnt ihr die Fotos ansehen und dann habt ihr überraschenderweise ein Foto von Stunde Null dabei, das ganz individuell und ja, persönlich ist, weil ihr wirklich ja nur ihr dieses Foto habt und sonst eigentlich niemand. Das ist echt ein Unikat und eine schöne Idee. Jawohl, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Einwegkamera, dann diese Fahne im Hochformat mit dem Stunde Null Logo. Dieser Tourflyer inklusive des Download-Codes, die Autogrammkarte im Querformat von allen fünf unterschrieben, der Sticker im Hochformat mit dem Stunde Null Logo, die Bonus-DVD in der Papphülle sowie natürlich das Album an sich im Digipack mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Alles voller Welt von Stunde Null. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Stunde Null unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.